So, Hallihallöchen. So, mal kurz gucken hier. Audio sollte alles passen. Ist ja alles relativ neues Setup hier. Scheint aber zu funktionieren. Ja, genau. Heute jetzt, also jetzt bei dem zweiten Video, geht es ein bisschen um die technischen Daten. Ich muss das Video leider zum zweiten Mal aufnehmen. Das erste Video ist leider, naja, ein bisschen verrannt gewesen. Egal. Genau. Also wie gesagt, jetzt so ein bisschen so die technischen Teile. Im ersten Video ging es ja eher so um die Roomtour. Ja, und jetzt geht es eher um den Rechner, um die Technik hinter dem Rechner. Und zwar zum einen, was sich jetzt geändert hat, ne? Ich habe jetzt Native 4K. Ich nehme auch in 4K auf, wenn auch nur in 24 Bildern pro Sekunde. Wo sich einfach 60 Bilder pro Sekunde eigentlich bei 4K, ja, muss ich mal gucken. Aber ich bleibe vorerst erstmal bei 24 Bilder pro Sekunde. Ist ja immerhin auch Blu-ray-Standard, ne? Also Unterhaltungsmedienstandard und alles. Ihr könnt aber auch bald mal auf 60 FPS wechseln. Mal gucken, ob es klappt, ob meine Anlage das mitmacht. Genau, ansonsten. Ein neues Mikrofon. Warte mal kurz, machen wir kurz ein bisschen hier so. Blöd, wenn man hier die Maus doppelt sieht. Ha! Tada! Ein wunderschönes, wow, Mikrofon. Genau, zurückstecken hier. Perfekt. So, ein bisschen kleiner machen hier, so ein bisschen so. Genau. Das ist meine Hauptübersicht. Genau, da sehe ich jetzt alle vier Bildschirme. Wir wollen aber das hier. So. Was sich jetzt so am Rechner von den technischen Daten geändert hat, habe ich mir eine wunderbare Datei geschrieben. Diese werde ich mit Schmackes mal öffnen, wenn ich sie finde. Da ist er. So, muss man jetzt gucken hier. So ungefähr. Ey, chillt mal alle hier. So. Voilà. Könnte mal die Kameras hier eigentlich. Ach was, die stören nicht. Ich hatte jetzt sowieso bloß ein bisschen, ne, Gaming-Grafikkarte. Also unnütz. So. Was ich bei dem Rechner getan hat, ist der Hauptkernkomponenten. Ich habe jetzt einen 16 Kerner. Einfach weil ich sehr viel mit virtuellen Maschinen arbeite und auch sehr viele Sachen parallel machen möchte. Und einfach aufgrund der großen Anzahl an Kernen möchte, dass es möglichst wenig zu Kollisionen gibt. Dass ja, die Prozesse insgesamt so viel Rechenleistung sich gegenseitig wegnehmen, dass es da zu Stockerei oder was kommt. Auch konvertiere ich ja sehr häufig Videos und kann so auch mehrere Videos parallel konvertieren, einfach aufgrund der großen Anzahl an Kernen. Also ja, ist halt tatsächlich eigentlich hauptsächlich dessen geschuldet, dass ich einen fetten Prozessor haben möchte mit 16 Kernen. Ist auch bei der jetzt die neueste Generation der AM4-Sockels die höchste Ausbaustufe, also mehr geht auch nicht. Ne? Dann, weil es jetzt ein X-Prozessor ist, brauchte ich auch eine neue Grafikkarte, also brauchte ich überhaupt eine Grafikkarte. Es ist eine RX 6600, ja doch, genau, 6600 geworden. Zum einen natürlich, klar, ich bleibe bei AMD, ne? Keine Frage. Und die 6600 deswegen, weil ich wollte, wenn ich mir schon eine neue Grafikkarte hole, mit der auch ein bisschen rumspielen, so rumexperimentieren, was so mit heutigen Features und so funktioniert. Und deswegen wollte ich eine RDNA 2 Grafikkarte haben, die kam im Moment gerade erst raus und hat ein paar Features, die mich sehr interessieren, zum Beispiel, aber nicht nur, diesen AV1 Decoder hardwareseitig nutze ich in der Normalität, also im Normalfall eher nicht, weil ich die Videos ja software-dekodiert wiedergebe. Aber
Ja, wie gesagt, zum Experimentieren, zum Rumspielen und so hätte ich diese Feature schon gerne. Deswegen musste es eine 6000er Generation sein. Und da ich aber keine Spiele spiele oder ähnliches, innerhalb dieser Generation einfach die Schwächste. So, und ja, die Schwächste wäre eigentlich die 6500er gewesen. Diese war aber in dem Moment nicht lieferbar. Also ist es dann die 6600er geworden. Weil gekauft habe ich die mir vor einem halben Jahr, wo es so ein bisschen, ja, ne, wie Corona-bedingt Engpässe bei Lieferung und sowas, kennt man ja. So, dann habe ich jetzt zwei 16 TB Festplatten, ne? Hier ist die Anzahl. Zwei 16 TB Festplatten als Hauptstorage, also da, wo meine ganzen Daten landen und mein Archive. Sind immer noch getrennt voneinander, wird auch weiterhin so bleiben. Aber jetzt halt, wie gesagt, 16 TB statt 8 TB und zwei Festplatten, die auch 16 TB groß sein müssen, als Backup. Ne, ich mache immer ein Voll-Image Backup und dementsprechend auch da zwei 16 TB Festplatten. Easy. So, die alten 8 TB Festplatten, die beiden, die drinnen waren, nutze ich jetzt auch weiterhin. Und zwar hatte ich ja drei Festplatten drinnen, meine beiden 8 TB Festplatten. Und meine, ich weiß gar nicht, wie groß die war. 1, noch was Terabyte als Arbeitsplatte. Ne, wo ich so ein bisschen rumspiele, ganze Dateioperation mache, sowas alles. Das ist jetzt die 8 TB Festplatte. Die hat jetzt quasi die Rolle bekommen. Und die andere 8 TB Festplatte ist dann als auch wieder als Backup. Der Arbeitsspeicher ist etwas größer geworden. Da hatte ich ja früher die 64 GB. Ne? Ich hatte zweimal zwei Kit, also zweimal Zweier-Kit mit jeweils 16 GB, das heißt insgesamt halt 64 GB. Da habe ich mir jetzt ein neues Kit geholt, was 32er RAM-Module benutzt. Sprich also insgesamt 128 GB, was auch die maximale Ausbaustufe wieder ist. Das heißt, sowohl bei Prozessor als auch bei Arbeitsspeichern bin ich das, was aktuell mit ARM4-Technik und Consumer Motherboards maximal möglich ist. So, SSD habe ich eine Samsung 2 TB SSD. Nicht, weil ich jetzt 2 TB brauche, sondern also aktuell genutzt habe ich irgendwie 200 GB oder sowas. Also 10%. Aber 2 TB deswegen, weil jeder, der ein bisschen Ahnung von SSDs hat, weiß, SSDs nutzen sich mit der Zeit ab. Deswegen versuchen SSDs ihre Schreiblast zu verteilen. Ne, Stichwort Wear Leveling. Auch warum ich das Wort gerade richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall halt diese Schreiblast auf ungenutzte Sektoren zu verteilen. Aufgrund dessen sollte man eine SSD niemals voll schreiben. Ja? Je mehr von der SSD frei ist, desto besser kann die SSD ihre Schreiblast verteilen. Das erhöht zum einen die Geschwindigkeit der SSD, weil je voller sie wird, desto langsamer wird sie. Und es erhöht auch die Langlebigkeit der SSD. So, dementsprechend habe ich für mich einfach diese Faustregel gesetzt. Ich nutze eine SSD immer nur bis zu 50%. Das heißt, wenn ich weiß, ich brauche ungefähr so wie jetzt 200 GB, dann hole ich mir mindestens eine 400 GB SSD. So, da ich aber ein bisschen zukunftssicher sein möchte, ja, ich weiß ja nicht, was ich mit dem System noch die nächsten 5 Jahre mache, deswegen habe ich einfach gleich full in und habe mir 2 TB geholt. Leider nur PCI Express dritte Generation. Ich habe aber auch schon die 9800 da bei mir im Warenkorb bei Amazon. Die hat den PCI Express vierte Generation. Die hat den 7 GB pro Sekunde. Die hat leider nur 3,5 GB pro Sekunde. Und ja, das schafft sie auch. Aber wie gesagt, für mich aktuell ist das auch schon weit im grünen Bereich. Motherboard ist halt einfach nur die Grundlage. Da habe ich immer noch mein altes 570er Pro von Asus. Wo sich eigentlich auch so erstmal in der Zukunft nichts ändern wird, weil das Motherboard ist halt nur die Grundplattform und da habe ich ja damals eins gekauft, was zukunftssicher ist. Dementsprechend ist es auch heute noch zukunftssicher. Von daher wird sich da auch nichts ändern. Es bietet halt alles, was man so braucht. Aktuell sogar mehr als das, weil das hat ja zum Beispiel DisplayPort und HDMI, was ich jetzt nicht mehr nutze, weil das ja in der Grafikkarte drin ist. So, dann habe ich halt noch ein neues Netzteil mir geholt, weil die Grafikkarte ja auch noch als
Last dazu kommt und auch zwei Enterprise-Festplatten, die ja gerne Spannungsspitzen verursachen. Und einfach, damit auch da ein bisschen mehr Reserve drin ist, habe ich mir jetzt ein 750 Watt Netzteil geholt. Früher hatte ich ja ein 650 Watt Netzteil. Ja, mein Gehäuse, dann halt doch mein USB 3.0 Adapter, den man hier so sieht. Da. Der ist cool. Er ist ein Voll-Alu-Gehäuse. Schön schwer. Und vor allen Dingen, man kann auch jeden Port einzeln schalten, was sehr geil ist. So, dann halt die Lüfter, ne, die ich extra gekauft hatte. Ja, ich verstehe nicht. Okay, eigentlich schon. Diese Be Quiet Pure Base Gehäuse. Die, erstens sind da nur zwei Lüfter drin. Einmal 140, einmal 120 mm. Als 140 als Intake und 120 als Exhaust. Und es sind nur 3-Pin-Stecker. Also Lüfter. Sprich also nur DC und keine PWM-Lüfter. Was natürlich dem geschuldet ist, dass man hat an dem Gehäuse vorne so eine kleine Regler, wo man die Lüfterstärke einstellen kann. Und diese Steuerung arbeitet mit DC und nicht mit PWM. Dementsprechend, da ich ja meine Lüfter über das Motherboard steuern lasse, über das BIOS oder direkt über Kubuntu, habe ich halt mir PWM-Lüfter geholt und auch zwei Intakes geholt, ne? Und ein Exhaust. Warum weniger Exhaust als Intake? Damit einfach im Gehäuse ein Überdruck entsteht, weil die Intake-Lüfter, die haben Filter vorne, naja, also einen groben Filter, ist jetzt kein Feinstaubfilter, sondern einfach ein grober Filter. Und durch den Überdruck, der im Gehäuse entsteht, sorge ich dafür, dass bei den Geritzen, die so noch im Gehäuse sind, die Luft nur rausgedrückt wird und nicht eingesaugt wird. Und damit auch der ganze Staub eingesaugt wird. Aber keine Angst, auch so ist im Gehäuse mehr als genug Staub. Also, ja, wer da irgendwie, ne, rettet den Staub, da ist genug Staub drin. So, die ganzen alten Komponenten, die damit frei geworden sind, ich hatte ja bisher schon einen Computer gehabt, und die sind hauptsächlich in meinem Bastel-PC gewandert, also in meinem Test-PC. Das ist der hier. Ne, wie gesagt, meine alten Arbeitsspeicher, mittlerweile auch ein neuerer Prozessor, als ihr ihn noch kennt. Früher hatte ich einen 3400G, das war ja mein erster AMD Ryzen Prozessor, den ich mir gekauft hatte. Den hatte ich aber die Jahre upgraded auf einen 5600G, als die 5000er Generation rauskam, habe ich gesagt, jetzt gibt es ein Upgrade. Und habe dann halt den 5600er geholt, das war noch vor der Zeit. Und deswegen ist der auch mit in den Test-PC gewandert. Hab mir hierfür ein neues Gehäuse geholt. Und damit die beide auch eine Plattform haben, natürlich Motherboard. Da habe ich das preiswerteste geholt, was sinnvoll ist. Ne, also jetzt nicht irgendwie so ein 15-Euro-Scheiß von eBay, sondern für das, was es nur machen soll, eine sinnvolle Investition. Und dann halt noch eine SSD dazu. Also da habe ich mir wirklich eine günstige geschossen. Deswegen auch Crucial, weil die nur 250 GB und auch halt nur fürs Testsystem ist. Wenn die in 2 Jahren abkackt, ist mir das scheißegal. Weil sobald die hier frei wird, weil wie gesagt, ich liebäugel schon damit, mir die 980er zu holen. Einfach wegen dem PCI Gen 4, weil das Motherboard bietet das. Und wenn ich denn die 4. Generation habe, dann wird die SSD in mein Bastel-PC reinwandern. Deswegen ist das wirklich nur erstmal, damit da überhaupt was drin ist. Weil normalerweise habe ich ja so für bestimmte Komponenten bestimmte Firmen. Das heißt, eine SSD zum Beispiel kaufe ich generell nur von Samsung, weil das die einzige Firma ist, wo ich bisher gute Erfahrungen gemacht habe und die auch leistungs-, also performancemäßig wirklich top-notch sind. Ja, ich meine, hallo? Die haben eine SSD rausgebracht für Gen 4, die 7 GB pro Sekunde lesend erreicht und auch die jetzige erreicht 3,5 GB. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Normalerweise ist ja Datenträger das Limit. Bei Samsung ist aber echt die Schnittstelle der limitierende Faktor. Und das, obwohl NVMe eigentlich als zukunftssicher etabliert wurde, ne? Ja. Genau, das so erstmal mit den beiden PCs
Und dann halt noch das, was so drumherum ist. Na? Ich habe ja jetzt 3x4K als Hauptmonitore und dann noch einmal 4K eigentlich auch als Monitor. Aber weil ich da etwas Größeres haben wollte, habe ich mir da gleich einen Fernseher geholt, weil bei der Größe sind Fernseher preiswerter als Bildschirme. Dazu muss ich aber sagen, das sind nicht meine Traumfirmen. Ja, normalerweise bin ich ja bei Bildschirm und bei Laufwerken, also bei optischen Laufwerken, CD, DVD und Blu-ray, bin ich genauso wie halt bei Bildschirm, normalerweise immer bei LG. Weil LG ist halt, kenne ich halt aus industriellen Umfeld und da legen die halt extrem Wert auf Langlebigkeit und auch privat kaufe ich halt deswegen immer LG-Bildschirme und war da bisher auch immer positiv überrascht, wie lange die Dinger eigentlich halten. Ich meine alten Bildschirme, die haben 15 Jahre Dienst geleistet. Gut, die waren noch mit Kartonröhren beleuchtet und die werden mit der Zeit natürlich gelblich, aber das ist einfach systembedingt. Daran strugglen alle Bildschirme. Aber ansonsten haben die halt noch perfekt funktioniert. Und weswegen ich eigentlich bei LG bleibe, ist, weil die relativ gute Anschlussmöglichkeiten haben. Das heißt, alle Auflösungen unterstützen, bei den Auflösungen auch relativ viele Frequenzbereiche. Und ich hatte mir auch hier welche rausgesucht von LG 4K. Die waren allerdings nicht lieferbar. Also ich hatte irgendwie einen von einem Anbieter, dann noch einen von einem anderen Anbieter und beim dritten Anbieter hatte ich dann zwei. Ich hätte mir also 4 Stück kaufen können, war noch schon in meinem Warenkorb, aber als ich dann die Bestellung auslösen wollte, weil dann das Gehalt da war, waren leider keine mehr verfügbar. Also musste ich mich umgucken nach anderen Bildschirmen und ich habe ja zwei Kriterien gehabt. Kriterium 1 ist, die sollten halt mindestens, also die sollten halt 4K haben und zwar kein also Ultra-Breitformat oder sowas. Verstehe ich sowieso nicht. Aber egal, das ist gleich. Also sie sollten 4K haben, 16 zu 9. Und sie sollten alle bekannten Formate, die ich hier so bei mir rumfliegen habe, unterstützen. Das heißt, durch meine neuen Rechner, DisplayPort und HDMI und durch meine ganzen alten Laptops und Bastelsysteme und was hier noch alles rumkeucht und fleucht, HDMI, DVI und VGA. Das heißt, diese 4 Schnittstellen, DisplayPort, HDMI, DVI und VGA, müssen die Bildschirme haben. Und da gab es halt nur die LG, die nicht mehr lieferbar waren. Und dieses Modell von IAMA. Da habe ich mich ein bisschen recherchiert, also mir das Datasheet angeeignet. Es war ein PDF zum Downloaden. Und die machen echt einen guten Eindruck. Ordentlich blickwinkelstabil, schön hell, unterstützen auch alle Auflösungen. Ja, wunderbar. Und bei dem Fernseher, da habe ich halt zu Toshiba gegriffen, einfach weil er ultra günstig war. Also so Bildschirme von, also Smart TVs von Sony und anderen Firmen, die gingen immer erst so mit 600 € los. Manche gingen sogar ab 800 € los. Gerade Sony ging erst ab 800 € los. Dazu muss man auch sagen, die ganzen Komponenten habe ich gekauft vor einem halben Jahr, als durch Corona überall Lieferengpässe waren und alles sowieso schon teurer war, muss man noch dazu sagen. Von daher, wie teuer die jetzt wären, weiß ich nicht, aber damals ging es halt erst mit 600 € los und bei Sony und ähnliches war halt 800 €. Und ich wollte aber, weil, wie gesagt, es ist ein Fernseher geworden, weil er größer sein sollte und wenn ich mir schon einen Fernseher hole, dann soll er auch für einen Fernseher gut performen. Sprich also, es sollte ein Android-TV werden. Er sollte halt mindestens 4K mit 60 FPS können. Ja, das waren so meine Grundkriterien. Und ich hatte aber von Smart TVs bisher keine Ahnung, weil, also ich habe auch jetzt noch keine Ahnung, weil ich persönlich gucke halt kein Fernsehen. Dementsprechend habe ich auch keinen Fernseher. Strich Smart TV. Sondern hatte halt ein bisschen nur Monitore. Ne? Und mit der Prämisse bin ich doch rangegangen. Mit meinem Bildschirmwissen. Sprich also, er sollte Blickwinkel stabil sein und der Fernseher, der hat mich total überzeugt. Jetzt im Nachhinein natürlich erst. Ne? Ich musste erstmal die Katze im Sack kaufen, weil er ist tatsächlich blickwinkelstabil und vor allen Dingen, er hat einen geilen Sound.
was mich in der Preiskategorie, der kostet nämlich gerade mal etwas über 300 Euro bei 4K, mich echt hart gewundert hat, dass der tatsächlich so gut performt. Ich hatte den gleichen Monitor vorher als Full-HD-Version für meine Mutter gekauft, weil sie brauchte einen neuen Bildschirm, der alte war kaputt. Und der Sound war echt, oder ist immer noch, echt genial. Und dementsprechend habe ich mir halt auch wieder den Toshiba geholt, jetzt halt als Monitor mit 4K. Ist einfach geil. Ja, dementsprechend halt drei Monitore für mein Hauptsetup und dann noch als, ne, hat man ja im letzten Video gesehen, ansonsten kann ich ihn nochmal rumzeigen. Da hinten, da oben links steht der. Halt hauptsächlich als Dia-Show, ne? Deswegen, der soll einfach 24/7 laufen, soll möglichst wenig Probleme machen. Dementsprechend halt, weil ich ja im Zimmer rumlaufe, von allen Blickwinkeln betrachtbar sein. Und das macht er. Den Sound von dem nutze ich jetzt in der Praxis eher nicht, weil ich habe eine Soundanlage. Die eine steht da. Von daher brauche ich das eigentlich nicht. Es ist aber schön, dass er guten Sound hat. Weil wenn ich ihn später mal wirklich als Fernseher benutze, als Standalone-Fernseher, dann klingt die auch gut. So, ansonsten mal die anderen Sachen hier ist halt, die ganzen Kameras hier. Das ist meine Tastatur. Da habe ich mir jetzt eine neue geholt. Ey, keine Gewalt hier. Was ist geschehen? Gar nichts. Okay. Warte mal ganz kurz. Da kann ich ja direkt mal. Siehst du, was ich auch machen kann? Warte, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier mein Handy. Ich kann ja mein Handy als Kamera benutzen, ne? Das ist ja, habe ich ja schon mal gezeigt gehabt. Mit diesem Droidcam. Dann mache ich mal ganz kurz hier. Duplizieren. Wir brauchen einmal die 7. So, und dann kommst du weg. Achtung, dich nicht erschrecken. Es wird gleich dunkel. Oder auch nicht. Jetzt ist dunkel. So. Wo ist mein Phone? Please give me my phone. Ah, da ist er. So. Aha, nice, dicey. Ja, ah, das ist ja geil. Ja, ist natürlich die Verbindung über WLAN, stockert ein bisschen, aber hey, ich habe eh nur 24 Bilder pro Sekunde. Da ist ja alles egal. So, hier, ne, meine wunderschöne, ne, Tastatur. Und dann habe ich halt auch noch hier eine neue Maus gekauft. Schönen Scharfstand hier. Ja, und halt das Mikrofon. Genau. Das sind so die Sachen, die man hier unten auch sieht. Ne? Das USB-Mikrofon. Es ist tatsächlich eins, was jetzt gar nicht so gut ist, aber dafür relativ preiswert ist. Ja? Also für den Preis ist das Ding echt top. Es ist aber halt jetzt keine Studioqualität. Ja? Ich habe da noch so ein komisches Push-Pop-Up-Dings da, so eine kleine Scheibe, die man sich davor halten oder davor montieren kann. Aber das Ding hat so schon so ein komisches ASMR Dings. Und dementsprechend, ja, für meine Verhältnisse Gold quasi. So, dann halt meine ganzen Webcams, habe ich jetzt noch mal zwei gekauft mit ohne Fokus, also mit festem Fokus, so rum. Dann halt, wie gesagt, die Maus, die ich gerade gezeigt hatte, mein Stuhl. Und für den habe ich mir auch noch mal so eine Hartbodenrollen geholt, weil ich habe jetzt einen komischen Plasteboden und mit den Standard-Plasterollen, die bei diesen Bürostühlen immer dran sind, das rattert und knallt und bummt immer. Deswegen habe ich mir so eine Hartbodenrollen geholt. Die sind quasi nichts anderes als Vollmetallrollen, die eine Hartgummi Reifen haben. Genau. So, dann halt, ne, das Ding ist auch schon relativ bekannt. Das ist ja mein Stativ, was ich nutze für die eine Kamera, Webcam. Und Mauspad. Ja, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich bin eigentlich kein Freund von Mauspads
Und auch das nutze ich jetzt nur, weil ich es mir gekauft habe. ich meine, es hat seine Vorteile, es ist jetzt schön weich. Gerade wenn ich hier mit irgendwelchen Sachen rumhantiere, ne, weil ich habe halt zum Beispiel das Problem bei dem Tisch. Als ich mir, kann ich mal nur noch mal ganz kurz hier zeigen. Wait a second. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. So, als ich mir diese Regale gebaut habe, diese Regale, habe ich auf dem Tisch gebaut und auch mein Rechner habe ich auf dem Tisch gebaut. Und da sieht man schon so teilweise, wenn wir mal jetzt gucken hier, da so eine kleine. Ja, ich glaube, das könnte nicht scharf gestellt. Ah doch, da sieht man so eine kleine Kerben drinne. Ah, und das ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt hier drauf hantiere mit irgendwelchen Sachen, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ja, dann entstehen nicht mehr direkt irgendwelche Kerben. Von daher hat es schon seine Vorteile, aber normalerweise bin ich eigentlich einer, der kein Mauspad benutzt. Ja, genau. So, das wäre weg hier. So, das erstmal zu den Sachen, die ich gekauft habe. Und jetzt interessiert euch natürlich garantiert auch noch brennend heiß die Kosten davon. Und die können sich sehen lassen. Hey, die Angaben hier sind in Euro. Nur fürs Protokoll. Ja. Wie gesagt, dazu muss man sagen, nochmal, die Sachen habe ich mir, die meisten Sachen davon habe ich mir vor einem halben Jahr gekauft, wo halt alles eng war mit Lieferungsmöglichkeiten und dementsprechend alles ein bisschen teurer war. Die Grafikkarte habe ich heute zum Beispiel nachgeguckt, kostet heute nur noch 500 Euro. Na, also ganze 220 Euro weniger. Bei dem Prozessor sieht es nicht anders aus. Bei den Festplatten und so, keine Ahnung. Aber ich glaube mal, heutzutage oder spätestens in einem Jahr, wenn sich vielleicht wieder alles komplett beruhigt hat, können die Sachen sogar noch preiswerter sein. Andererseits haben wir jetzt gerade Krieg in Europa. Könnte also auch sein, dass alles noch teurer wird. Weiß man nicht. Deswegen habe ich mir auch vor einem halben Jahr gesagt, ich meine, da wusste ich noch nicht, dass jetzt Krieg sein würde. Aber ne, auch mit Corona war nicht so ganz ersichtlich, wie sich das entwickelt. Und ich wollte die Sachen einfach haben. Und deswegen habe ich gesagt, okay, komm, ich habe jetzt keinen Bock, noch 4 Monate zu warten. Oder ein halbes Jahr. Oder ein ganzes Jahr. Sondern ich kaufe mir die Sachen jetzt, weil ich sie jetzt haben möchte. Und akzeptiere dann einfach einen höheren Preis. Ne? Dementsprechend, ja, das wie gesagt, die Preise, zu denen ich die Sachen gekauft habe. Und ja, mein Rechner zusammen kostet mich gute 5000 Euro. Danke dafür. Wie gesagt, allein die Festplatten kosten ja schon über 1000 Euro. Ja, ich meine, wenn man alle Festplatten zusammennimmt, dann kommt man allein da schon auf 2000 Euro. Ist halt so. Ja, und dann halt noch die CPU und Grafikkarte. Und auch der Arbeitsspeicher ist natürlich nicht billig. Ne? 128 GB, das kostet halt schon. Das ist halt schon ein schönes Sümmchen. Und dementsprechend halt 5000 Euro insgesamt. Die Sachen, die ich mir früher gekauft hatte, die jetzt also in meinem Bastel-PC drin sind, gerade mal 1000 Euro. Wobei, ja, wie gesagt, die Sachen sind ja angefallen. Ja, die habe ich mir schon früher gekauft gehabt. Und so die Sachen, die halt so drumherum sind, Bildschirm, Tastatur und Maus, auch nochmal gut 2000 Euro. Wobei natürlich, ne, auch hier der ausschlaggebende Faktor sind natürlich die Bildschirme. Ja, ich meine, das ist ja alles jetzt 4K. Ich habe drei 4K-Monitore, einen 4K-Fernseher. Also das rappelt schon irgendwo im Portemonnaie. Ich weiß übrigens auch nicht, warum Leute so absolut 1440p fixiert sind. Gibt es da irgendwas, was ich nicht verstehe? Oder warum kaufen immer alle Leute 1440p Monitore? Was ist mit dieser Auflösung? Ich meine, laut meinem Weltbild, ja, so wie ich das jetzt verstehe, so wie ich meine Realität wahrnehme, macht 1440p als Monitor gar keinen Sinn. Ja, nicht mal ein bisschen, sondern gar keinen Sinn. Entweder ich habe nicht so viel Geld oder brauche nicht so was Hochauflösendes, dann nehme ich Full HD, also 1080p, weil
bei einem normalen Monitor, der jetzt so, ich sag mal, bis 28 Zoll Maximum hat, reicht Full HD von der Auflösung her voll aus. Man kann da drauf alle Filme in Full HD gucken. Bei Spielen ist das sowieso relativ, weil Spiele, da bewegst du dich sowieso so viel, dass dir die Auflösung gar nicht so stark vorkommt, dass jetzt der Unterschied so gravierend wäre, dass sich der Unterschied zwischen 1080p auf 1440p so viel mehr lohnt, als gleich auf 4K zu gehen. Ja, das heißt, wenn ich was Höherauflösendes haben würde, dann würde ich doch gleich von Full HD das Doppelte nehmen. Erstens ist das eine Integer-Skalierung. Das heißt, wenn ich jetzt auf 4K-Monitoren Full HD-Filme gucke oder andere Sachen in Full HD wiedergebe, also Spiele zum Beispiel, dann habe ich die genau doppelte Auflösung physisch als das Quellmaterial und vor allen Dingen die nächsthöhere Auflösung bei Unterhaltungsmedien ist ja auch 4K. Ja, wenn ich mir zum Beispiel Blu-rays kaufe, da gibt es keine Blu-rays in 1440p. Es gibt nur entweder Full HD Blu-rays oder 4K Blu-rays. Also warum 1440p Monitore? Nächste Sache, Ultrawide. Ich meine, ich verstehe den Sinn hinter Ultrawide-Monitoren, dass man halt in der Breite mehr sieht. Für mich persönlich hat das nicht so viel Bewandtnis, weil ich arbeite ja sowieso mit einem Multiscreen-Setup und da habe ich lieber drei Monitore als zwei Ultrabreite. Aber vor allen Dingen, was halt bei Ultrawide problematisch ist, sind Filme. Sämtliche Blu-rays, die man sich kauft, sind generell im 16 zu 9 Format. Selbst wenn die Videos selber im Kinoformat sind, hast du oben und unten immer einen schwarzen Balken. Das heißt, der Videostream als solcher ist 16 zu 9. Was den Erfolg hat, dass wenn du diese Filme auf einem Ultra-Widescreen guckst, dann hast du zum einen in dem Video selber oben und unten schwarzen Balken und dann durch den Ultra-Widescreen, weil das ja eingepasst wird, links und rechts auch noch schwarze Balken. Das heißt, du hast in einem so breiten Bildschirm ein so kleines Video. Danke. Deswegen, also, wie gesagt, das mit dem Ultra-Wide-Screen kann ich sogar noch irgendwo nachvollziehen, weil bei Büroarbeiten, gerade wenn du nur einen einzigen Monitor hast, oder halt bei Spielen, wo die Spiele sich ja sowieso anpassen können, ist das ja völlig vom Vorteil. Wenn man jetzt aber so wie ich auch sehr viele Filme guckt, zum Beispiel mit dem Rechner, dann ist es halt schon nachteilhaft. Aber das mit diesen 1440p, das erschließt sich mir gar nicht. Entweder ich gehe Low Bob und nehme 1080p, oder ich gehe Full House und gehe gleich auf 4K. Aber doch nicht so ein Zwischending. Naja. Ah, genau, wie gesagt, vielleicht übersehe ich da irgendwas, weswegen dieses 1440p Sinn macht. Weiß es nicht. Wie gesagt, das größte Problem, was ich optisch damit habe, ist halt, dass du halt viel Quellmaterial halt nur in Full HD hast und bei 1440p hast du eine Skalierung von 1,5. Sprich also, aus 2 Pixeln werden 3 Pixel. Das sorgt für ultra behinderte Interlacing-Muster und andere Artefakte. Und bei 4K hast du halt eine genaue Skalierung von 2, sprich also eine Integer-Skalierung. Du kannst also genau ein Pixel auf bis zu 2 Pixeln darstellen und hast damit ein wunderbar klares Bild. Ja. Deswegen gehe ich auch direkt mit Full HD, mit 4K, weil das zum einen halt zukunftssicher ist und zum anderen halt genau das Doppelte von Full HD und auch das, was moderne Blu-rays, meine 4K Blu-rays zum Beispiel, habe ich mir jetzt letzten zwei gekauft, halt auch haben. Genau, so genug gebasht. Nee, weil selbst bei Linus Tech Tips zum Beispiel, bei dem YouTuber Linus Tech Tips und andere YouTuber, die so Gaming-PCs zusammenstellen, die haben halt immer nur 1440p und da frage ich mich halt, warum. Fällt mir halt so auf. Genau, so. Und jetzt kommt's, ne, wer sich gewundert hat, die für 5000 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro, also insgesamt 8000 Euro. Die habe ich natürlich nicht mit einmal ausgegeben. Ja, ich habe mir den Rechner ja über mehrere Monate bis hin zu Jahren gekauft, immer mal ein bisschen. Und tatsächlich habe ich den Rechner über einen Zeitraum von 1,5 Jahren gekauft. Ja, ich meine, so lange, wie ich jetzt
bei meinem neuen Beruf arbeite. Ich bin der IT-Administrator in einer Schule, an einem OSZ, Oberstufenzentrum. Und seitdem ich quasi da das Gehalt beziehe, habe ich mir auch gesagt, ja, pro Monat nehme ich bis zu 400 Euro und investiere das halt in meine IT-Wunschanlage. So. Jetzt ist es aber auch so, dadurch, dass ich im öffentlichen Dienst arbeite, habe ich zum einen ein 13. Gehalt, sprich also im November bekomme ich 2 Gehälter. Und ich habe jetzt im März, also Ende Februar, Anfang März, habe ich, also haben alle, die im öffentlichen Dienst arbeiten, fast alle, keine Ahnung, ein Bonusgehalt bekommen wegen Corona. Ja, da haben wir 1.300 Euro bekommen und das ist dementsprechend also 3x 400 Euro so grob. Und deswegen habe ich quasi 18 Monatsgehälter plus noch 4 zusätzliche. Und wenn man dann diese 8.000 Euro auf diesen Zeitraum insgesamt verteilt, dann merkt man, ich habe effektiv pro Monat gerade mal 350 Euro ausgegeben. Ist auch noch viel, aber ist halt verkraftbar. Wie gesagt, ich habe bis zu 400 Euro pro Monat alleine für solche Spielereien. Von daher klingt es erstmal nach viel und 8.000 Euro sind auch viel, muss man mal dazu sagen. Aber ich habe zum einen ein System, was so wie es ist, all meine Erwartungen mindestens erfüllt. Ich meine 4x4K. Digga! Und ich habe ein System, was definitiv für meine Ansprüche auch die nächsten 10 Jahre noch funktioniert. Ja? Ich meine, mein altes Gaming, mein alter Rechner, mit dem wir auch hier früher die ganzen Let's Plays gemacht haben, das Ding hatte ich seit über 10 Jahren. Ich meine, gut, für Let's Plays war der schon echt am Limit, auch gerade, weil er sich ja selbst aufnehmen musste dabei. Und auch bei dem Rechner weiß ich nicht, wie der sich handhabt, weil ich könnte natürlich so eine Capture-Card mir kaufen, dann wäre 4K mit 60 FPS gar kein Problem. Jetzt mache ich das Ganze hier mit Software, deswegen weiß ich nicht. Also man kann mal ja ganz kurz hier so rechter Bildschirm, wartet kurz. Wait a minute. Where is the shit? Da? Wow. Ja, egal. Ja gut, sieht man natürlich nicht. Das ist natürlich geil. Tschüss. So, jetzt. Hier oben sieht man meine CPU-Auslastung. Ja? Und die ist jetzt mit Software-Enkodierung des Videos und auch Software-Abgreifen des Videos bei gerade mal 5%, jetzt 4%, wieder 5%, 4%, also so nicht so ausgelastet. Wenn ich jetzt natürlich spiele, ich meine, ich kann ja mal ganz kurz hier mein Test und dein Test und überhaupt. So, hoch mit dir. So, haben wir keine Inception mehr hier. So, wenn ich jetzt einfach mal das Spiel spiele. Da sieht man schon, ist gerade Nacht. Okay. Ja, die Auslastung geht natürlich direkt bei der CPU ein bisschen hoch. Aber ich erreiche mit diesen 60, mit diesem Full HD, Quatsch, mit 4K bei 24 Bildern pro Sekunde. So rum, erreiche ich Maximum halbe Auslastung meines Systems. Also das heißt, dieser Balken hier geht bis zur Hälfte hoch. Das ist so das, was ich maximal erreiche. Deswegen nehme ich auch noch nicht mit 60 FPS auf, weil so wie jetzt gerade, hätte ich locker genug Reserve nach oben. Aber dadurch, dass ich halt im Peak bis zur Hälfte erreiche, wäre das Problem, dass ich, wenn ich wirklich mit 60 FPS aufnehme, im Peak-Bereich dann vielleicht mein System so hoch auslasse, dass es zu Mikro-Rucklern kommt. Und deswegen bleibe ich erstmal bei 24 Bildern pro Sekunde, auch wenn mein System an sich 60 FPS locker unterstützt. Ja? Ich meine, selbst wenn ich jetzt hier hochgehe in Vollbild, sieht man, ich habe stabile 60 Bilder pro Sekunde. Auch wenn die Schrift jetzt hier oben sehr klein ist, dann müsst ihr schon im Vollbild gehen. Spätestens, wenn ihr jetzt das Handy auf der Kamera guckt, auf dem Handy guckt, was? Genau. Dann seht ihr das wahrscheinlich nicht mehr, aber ich habe da oben saubere 60 Bilder pro Sekunde bei 4K. Und ich kann das Ganze sogar noch ein bisschen weiter krank machen. Ich gehe mal kurz auf meinem linken Bildschirm.
Oder warte mal kurz, wir machen es mal anders. Ich gehe mal kurz auf. Wo war das? Nein. Nein. Ja. So, ich strecke jetzt dieses Fenster, dieses Spiel, über alle drei meiner Hauptmonitore. Obwohl, was? Ich kann doch eigentlich gleich über alle Monitore strecken. Oh mein Gott. Jetzt stürzt mein Rechner ab. Wird mich jetzt, mein Rechner stürzt jetzt ab. So. Jetzt sehe ich natürlich mein OBS nicht mehr. Danke dafür. Wo ist ein OBS? Hallo? Da ist OBS. So, ich gehe mal auf den Bildschirm. Nein, was kriegt denn da? Ich wollte auf dem TV. TV, TV, TV. Wartet kurz, wartet kurz, wartet kurz, wartet kurz. Aha. So. Da habe ich jetzt noch. Guckt mal da rum. Ich keine Ahnung, ob ihr das seht. Fucking 60 Bilder pro Sekunde. Obwohl ich das Spiel gerade über 4x4K gestreckt habe. Also nativ, also effektiv eine Auflösung von 8K. Ha? Das sind 32 Megapixel. 8000 mal 4000. Oder halt in meinem Fall 16.000 mal 2000. Ha? Und die Grafikkarte hat überhaupt kein Problem damit. Deswegen, und hier, ne, nochmal hier, rechter Bildschirm. Warte mal kurz. Wo ist denn der rechte Bildschirm? Das ist der rechte Bildschirm. Ach, gleich kacke ich schon wieder. So, da. Mein System ist immer noch gerade mal zu 8% ausgelastet. Obwohl das Spiel gerade die ganze Zeit. Wo bin ich hier gerade? Da. Obwohl mein Spiel gerade die ganze Zeit läuft. In 8K. Und das meine ich ja. Also das System ist definitiv für die mindestens nächsten 5 Jahre alles, was ich spielen werde, bei weitem ausreichend. Bei weitem. Ja? Ich spiele normalerweise mit einem Fenster. Das heißt 4K. Und da habe ich immer mindestens 60 FPS. Also, ne? Und das ist halt das, weswegen ich halt so ein bisschen tief in die Tasche gegriffen habe, weil ich genau das haben wollte. Ja? Ich wollte ein System haben, was ich, wo ich einmal wirklich blute, finanziell gesehen, aber dafür die nächsten Jahre einfach Ruhe habe. Ich weiß, ich habe 128 Gigabyte Arbeitsspeicher. Das wird für alles, was ich in nächster Zeit mache, locker ausreichen. Ich arbeite teilweise mit sehr großen Bildern. Ja, also wenn ich jetzt hier mit GIMP arbeite zum Beispiel, dann arbeite ich teilweise mit Bildern, die über 20 Ebenen haben, mit einer Auflösung von über 32K. Das lutscht dir die Gigabyte aus dem Arbeitsspeicher. Aber ich habe 128 Gigabyte. Das heißt, es ist kein Problem, mit so großen Bildern zu arbeiten. Ich habe für virtuelle Maschinen, ich kann ausprobieren, was ich möchte. Ich habe genug CPU-Power für die nächste Zeit. Und genau das war der Sinn hinter dem Ganzen. Und für den Fall, dass ich mal wirklich mit Sachen arbeite, wo ich einen Windows-Rechner brauche, warum auch immer, habe ich meinen Testrechner, wo Windows drauf läuft. Und ein System, wo ich dann auch in Zukunft, ja, weiß nicht, ja, Live-Systeme zum Beispiel probieren kann. Oder andere Betriebssysteme. Weil ich meine, ich könnte natürlich die Betriebssysteme auch auf meinem Hauptrechner laufen lassen. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wenn ich da mit Live-Systemen oder anderen Betriebssystemen rumspiele, die Betriebssysteme dann an meinen Daten rumspielen. Ne? Gerade bestes Beispiel, wenn du auf der Kiste jetzt Windows laufen lässt, dann hast du auf jedem Laufwerk so ein Kacksystem Volume Information Ordner. Was stimmt nicht mit Windows? Gut, ganz davon abgesehen, dass Windows gar nicht mit X4-Dateisystem umgehen kann. Aber jetzt mal, ne? Genau. Gehen wir wieder zurück hier auf. Ne, das war falsch. Das ist besser. Genau. Achso, ich sorry. Man könnte übrigens hier nochmal Profil wechseln. Splag. Und dann mache ich mal so. Und dann machen wir mal, weil es ja viele Leute auch lieben, NeoFetch. Können wir sogar ein bisschen größer machen. Ungefähr so. Und so. 4x4K. 128 Megabyte, Gigabyte Arbeitsspeicher. 6600er GPU. CPU.
Ja, das hier ist ein kleines Malheur. Die Grafik hat es ja relativ aktuell. Und ich hatte ja 2004 LTS bei Ubuntu, also K-Ubuntu. Aber völlig natürlich habe ich dabei nicht bedacht, dass die Grafikkarte, diese 6000er Grafikkarte, also RDNA 2, halt so modern ist, dass Ubuntu das nicht verkraften kann. Sprich also, als ich die Grafikkarte eingebaut habe, hat Ubuntu einfach mal so gar nicht gestartet in den grafischen Desktop. Also musste ich dann in die Kommandozeile gehen. Also hier mit Steuerung Alt F2. Mache ich jetzt nicht, weil sonst würde vielleicht der Stream, also die Aufnahme hier, keine Ahnung was machen. Musste ich dann über die Kommandozeile erstmal upgraden auf 2104, damit ich einen Grafiktreiber habe, der mit der modernen Grafikkarte klarkommt. Dumm gelaufen. Aber dementsprechend habe ich jetzt gerade kein LTS mehr. Ist aber kein Problem, weil es ist ja wieder April 2022. Sprich also in ein paar Tagen oder Wochen kommt die nächste LTS-Version raus und zwar 2204. Und ab dann kann ich dann wieder mit LTS gehen. Also von daher, ja, ist das halt so, wie es ist. Genau, gibt es noch was? Achso, übrigens, was hier nicht aufgeführt ist, sind so ganz kleine Detailsachen. Zum Beispiel musste ich mir für den Fernseher, weil die Kabelstrecke, die geht einmal hier hinter mir lang, hinter meine Audioanlage und geht dann in Richtung Fernseher. Das ist natürlich, so lange HDMI-Kabel hatte ich nicht da, also musste ich mir natürlich auch noch ein HDMI-Kabel kaufen. Und aufgrund der Länge war das dann auch noch eins, was so einen aktiven Repeater in der Mitte hat. Aber das waren halt alles so Pfennigartikel, die sind denn hier natürlich nicht mit aufgeführt. Genauso gibt es eigentlich noch was, was nicht aufgeführt ist? Muss ich mal ganz kurz überlegen. Ach so, ja. Zum Beispiel habe ich mir auch noch ein Kabel gekauft, so ein Fiber-Kabel für digitales Audio, was mein Rechner mit meiner Soundanlage verbindet. Das heißt, die Verbindung läuft auch digital. Ist hier auch nicht mit aufgeführt. Und dann noch so USB-Sticks, was ich mir, also zum Beispiel meine WLAN-Karte, wobei, nee, den WLAN-USB-Stick habe ich sogar mit aufgeführt, oder? Ja, hier, schon, der ist mit drinne. Okay, never mind. Ja, sowas halt. So, klein Vieh macht auch Mist. Aber man sieht hier gerade mal, das Ding ist schon eine USB 3.0-Karte, dementsprechend auch schon 30 Euro. Aber ansonsten sind halt auch noch so Pfennigartikel halt, ne? So, gibt's sonst noch irgendwas? Lass mich mal kurz überlegen. Eigentlich nicht. Achso, übrigens, was noch ist, was mir aufgefallen ist, da weiß ich nicht, woran das liegt, aber manche Spiele kommen mit 4K nicht so ganz klar. 4K kommt klar. Ja, nee, ist klar. Zum Beispiel mein Test. Wenn ich nämlich meinen Test öffne, und spiele. Dudidum, dubjay, libiday, wow. Danke, dass du mir die Maus weggezogen hast, du kleiner Sohn. So, wenn ich jetzt hier, ne, spiele, sieht alles ganz normal aus. Aber, sobald ich in 4K-Modus gehe, tada, gibt es hier kleine Artefakte. Also alles, was so Overlay-mäßig ist, ja. Man sieht das Spiel selber, überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, alles was so Overlay-mäßig ist, wie jetzt zum Beispiel hier das Inventar. Oder ich habe auch mal wieder seit ewigen Jahren German Truck Simulator gespielt. Da ist zum Beispiel dieser Rückspiegel oder die Map. Werde ich vielleicht auch noch ein Video zu machen, aber da habe ich auch so Artefakte. Da weiß ich nicht, ob das jetzt an der Grafikkarte liegt, dass die Spiele mit der modernen Grafikkarte nicht klarkommen oder dass OpenGL da Schmacken macht. Also, dass die Spiele selber die Macke machen, wage ich zu bezweifeln, weil einfach mehrere Spiele davon betroffen sind. Und German Truck Simulator zum Beispiel ein Windows-Spiel, was über Wine läuft, aber OpenGL nutzt. Und meint, es ist aber ein Linux-Spiel, was OpenGL nutzt. Also schätze ich mal eher, dass es an OpenGL liegt. Weiß es aber nicht. Aber wie gesagt, es sind auch nur so eine kleinen Grafikglitches, mit denen man leben kann. Es ist nichts Weltbewegendes. Aber wie gesagt, das meiste funktioniert alles perfekt. Also, ja.
Ist halt nur so etwas, was mir aufgefallen ist. Da muss ich mal gucken, ob das denn, wenn ich Glück habe, mit 2204 denn vielleicht behoben ist. Wäre ganz geil. Ja, mal gucken. Gibt es sonst noch irgendwas? Das habe ich Mikrofon schon erzählt, Bildschirm habe ich erzählt. Ja, nö, das ist eigentlich soweit alles. Paletti, ja. Mal gucken, im nächsten Spiel werden wir vielleicht mal ein bisschen Eurotruck Simulator spielen. Ich kam nämlich durch German Truck Simulator auf Eurotruck Simulator 2. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Finde ich ganz geil. Aber wie gesagt, das ist der nächste Video. Das hier war jetzt eher so ein bisschen technischer Einblick in den Rechner. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach Kommentare schreiben. Ich werde versuchen, diese zu beantworten. Auch so Detailfragen über welche Farbe meine Nippel. Keine Ahnung. Einfach reinschreiben. Ich gucke mal, ob ich sie beantworte oder ob es so viele Fragen wären, dass ich vielleicht auch sogar noch ein Follow-up-Video mache oder sowas. Keine Ahnung. Ja, gut. Dann soll es damit erstmal gewesen sein. Ich werde mich dann also jetzt erstmal verabschieden und dann ja, bis zum nächsten Video. Ich weiß sowieso noch nicht, wie ich die ganzen Videos mache. Aber das werde ich dann im nächsten Video erstmal was erzählen. Ja, das ist erstmal nur die technische Seite. Und bei dem nächsten Video wird wieder wahrscheinlich ein relativ kurzes Video. Da werde ich dann so sagen, wie es mit dem Let's Play insgesamt weitergeht. Ja, von daher seid da mal ein bisschen gespannt. Bis dann.